lieber Zwilling, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der dritten Woche April 2018 und das ist der 16. bis 22. April 2018. Also, schauen wir mal, wie das Wetter in den Energien so für dich steht diese Woche. Wir gucken, wie du dich fühlst, wie es um dich herum aussieht und wir legen los. Wie denkst du über dich? Was fühlst du? Wie geht es dir? Deine Wünsche oder dein Wunsch, deine Hoffnungen und Ängste. Dann, das ist gut für dich. Das nächste ist nicht so gut für dich. Und der mögliche Ausgang. So, dann gucken wir mal, was die Orakelkarten sagen für die dritte Woche April 2018 für den Zwilling. Okay, die Karte heißt Brich aus. Probiere Neues aus, um zu wachsen und zu lernen. Also tu mal was Ungewöhnliches. Lass dir was einfallen, überleg dir, was du gerne mal ausprobieren möchtest oder was du schon immer mal machen wolltest. Das ist diese Woche eine gute Idee. Wir gucken erstmal, wie es dir geht und wie du über dich denkst. Wir haben die drei der Kelche, Partys angesagt, wie ich das sehe. Also es heißt Geselligkeit, was ausgehen, trinken, tanzen. Hört sich gut an. Dein Wunsch für diese Woche. Das ist die 9 der Schwerter. Ich glaube nicht, dass das dein Wunsch ist, weil das bedeutet schlaflose Nächte und Gedanken. Ich glaube, dass du das loswerden möchtest, dass du dir eben nicht so viele Gedanken machen möchtest. Ja? Dann haben wir als nächstes Hoffnungen und Ängste. Das ist die 8 der Schwerter und das ist eine Geschichte. Du bist selber in deinen Gedanken gefangen. Deswegen wahrscheinlich auch hier die 9 der Schwerter. Du kannst dich selber befreien, indem du positiv denkst. Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich, ja. Aber das, was du denkst, ja, was du in deinen Gedanken durchspielst, manifestierst du. Das heißt, du rufst das hervor, worüber du am meisten nachdenkst. Also wenn du sagst, es geht mir schlecht und ich finde keinen passenden Partner und so weiter, dann wird das auch nicht passieren. Du musst denken, ja, im Moment ist es blöd, ich schaffe das. Ich suche mir den aus, den ich haben will oder die aus, die ich haben will und ich will diese scheiß Gedanken nicht. Ich überlege mir was, was mir Freude macht. Das wäre so eine Alternative. Oder du tobst dich aus im Sport oder du meditierst. Es gibt viele, du gehst ins Kino, triffst dich mit Leuten. Hier, wir haben Party angesagt. Das ist eine gute Ablenkung. Ja? Dann haben wir, das ist gut für dich. Und da haben wir die 2 der Stäbe. Du stehst vor einem Scheideweg, das heißt links oder rechts. Du musst dich entscheiden. Ja? Es ist beides gut. Du musst wissen, um welche Entscheidung es geht, welche 2 Dinge da zur Auswahl stehen und was dir besser gefällt. Wir ziehen da ja gleich noch Karten dazu und dann können wir vielleicht besser sagen, passt oder passt nicht. Aber es ist gut für dich, dass du die Auswahl hast. Was ist denn nicht gut für dich? Die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche, Niedergeschlagenheit, Enttäuschung, Verzweiflung auch ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen Trauer einfach. Ne? Hier sind aber noch 2 Kelche, die aufrecht stehen, die du gar nicht siehst. Und das ist halt nicht gut für dich. Man muss Trauer zulassen, bis zu einem gewissen Grad. Weil irgendwann wird es zur Gewohnheit und Selbstmitleid hat auch noch niemanden weitergebracht. Das soll jetzt keine Kritik sein, um Gottes Willen. Das soll einfach heißen, ich weiß das selber. Man ist einfach traurig und kriegt dieses Gefühl nicht raus. Also muss man sich überwinden, Dinge zu tun, die einem auch vorher vielleicht Freude gemacht haben. Oder mit Leuten reden. Einfach was tun, damit man diese Gedanken einfach los wird und auch diese Gefühle damit los wird. Wir gucken aber gleich noch weiter. Der mögliche Ausgang ist die 8 der Kelche. Das heißt, du lässt etwas Liebgewonnenes hinter dir und machst dich auf zu neuen Abenteuern. Das ist so mit einem Lachen in einem weinenden Auge. Ich gucke mir an, was es sonst noch gibt. Und das ist eine positive Einstellung und wirklich auch gut für dich. Ja? Bewegung und Abenteuer ist genau das Richtige. So, wir schauen mal. Party ist angesagt. Das ist die Stimmung des Zwillings. Gucken wir mal, was die Karten noch dazu sagen. Wir haben die 6 der Stäbe. Erfolg. Das kann sein beim Flirten.
wir sind bei der 6 der Stäbe. Und die 6 der Stäbe deutet einen Erfolg an. Also entweder beruflich, hier ist ja Geselligkeit angesagt, Flirten oder Kennenlernen oder neue Kontakte, auf jeden Fall durchweg erfolgreich. Sehr schön. Dann haben wir die 9 der Schwerter. Und die 9 der Schwerter bedeutet ja schlaflose Nächte. Man wälzt Gedanken hin und her, rauf und runter. Das ist nicht dein Wunsch, du möchtest das sein lassen. Aber wir haben hier die 5 der Schwerter. Es gibt einen Grund dafür, dass du dir Gedanken machst. Du möchtest einen Konflikt beseitigen. Du möchtest, dass etwas vorbeigeht. Und du überlegst dir, wie du das am besten machen kannst. Und damit ich dir ein bisschen helfen kann, gucke ich mal, was es dazu noch zu sagen gibt. Da musst du unbedarft dran gehen. Ja? Also du wirst mit deinen Gedanken und mit deinem Hin- und Herüberlegen, wie du diesen Konflikt aus der Welt schaffen kannst, zu keiner Lösung kommen. Du musst dir diesen Konflikt, diese Sache für mindestens für einen Augenblick von der Backe schaffen, also einfach mal beiseite schieben und dann so tun, als wärst du jemand anders, gedanklich natürlich. Und da ganz unvoreingenommen rangehen und dann wirst du die Lösung finden. Ja? Das ist dann die Erfüllung deines Wunsches, diesen Konflikt beizulegen. Das dritte sind deine Hoffnungen und Ängste und das ist auch wieder dieser, du machst dir einen Kopf, ja, du bist gefangen in deinen Gedanken und das ist halt verkehrt, ja. Ich weiß, das machen wir alle. Guck mal hier, wir haben schon wieder die 9 der Schwerter. Du musst da raus, ja, weil es dich nicht weiterbringt. Du drehst dich im Kreis wie so ein Hamster und du kommst doch zu keiner Lösung. Es gibt Dinge, die man mit Gedanken, auch mit Kompromissen, nicht lösen kann. Ja? Und das ist das Teuflische daran. Ja? Da sind Dinge am Werk, die du nicht direkt beeinflussen kannst, die nicht in deiner Handhabe liegen. Oder es ist eine Obsession, die dir Gedanken macht. Jedenfalls musst du davon weg. Ja, du hast auch hier, was gut für dich ist, 2 Möglichkeiten, die sich dir auftun. Und du musst an dich glauben. Der Hierophant heißt Tradition, heißt Kirche, heißt Glaube, heißt auch Hochzeit meinetwegen, vielleicht der Partner. Jedenfalls brauchst du etwas, woran du glaubst. Und woran du stärker glaubst, das ist der Weg, den du wählen wirst. Ja? Das ist eine Entscheidungshilfe. Ich weiß ja nicht, worum es bei dir geht, aber das wird dir helfen. Ja? Du musst das von deinem Innersten heraus fühlen und vielleicht hast du deshalb so einen Kopf gemacht, aber du musst unvoreingenommen sein. Dann geh eine Stunde Squash spielen und danach stellst du dir diese Frage und dann gucken wir mal, was du entscheidest. Ist jetzt nur Spaß, aber ich sag mal, ich kenne das selber. Nur, wenn man darauf so lange rumgekaut hat, kommt man zu keiner Lösung. Das ist einfach so. Also lass dir ein bisschen Zeit. Brich aus. Gönn dir irgendwas, was Verrücktes. Ja? So, dass du gar nicht mehr daran denkst. Und dann frag dich, was soll ich tun? Nicht gut für dich ist hier die 5 der Kelche. Trauer. Traurig sein. Und das ist der Gehängte. Aber falsch herum. Das ist genau das, wovon ich eben sprach. Du musst eine andere Perspektive einnehmen. Ja? Du musst nicht, aber du solltest. Einfach mal aus der Sicht eines Außenstehenden eine Situation betrachten können, was nicht einfach ist, weiß ich. Und dann überlegen, was du dir selber raten würdest. Und das schaffst du auch. Das ist ja hier der Gehängte, verkehrt herum. So, und der Ausgang ist ja, dass du dich neuen Dingen zuwendest, weil es vorher einen Turm gab. Etwas, das du nicht verhindern konntest und wenn du dir noch so sehr den Kopf gemacht hast, ja, da ist jemand hinterhältig und ja, das wird sich nicht vermeiden lassen.
Der Turm ist etwas, was zerbricht, aber du bist die Bürde los. Ja? Da gibt es eine Bürde, die du ablegen musst und die du ablegen wirst. Deswegen brich aus. Brich aus. Treffe die Entscheidung, woran du mehr glaubst. Nimm eine andere Perspektive ein und mach dich auf zu neuen Ufern. Dann kannst du diesen Turm und diese Bürde hinter dir lassen. Ja? Okay, lieber Zwilling, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Wenn ja, wäre es schön, du würdest mir einen Daumen hoch geben, das hilft meinem Kanal. Und wenn du magst, nächste Woche, letzte Woche April, dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf dich und bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.